Hallo liebe Wassersportfreunde, heute begrüße ich euch aus Miami. Nach einem Jahr sind wir wieder hier. Eine tolle, glamouröse Stadt mit ihren endlosen Möglichkeiten für Wassersportaktivitäten. Ich stehe hier gerade am Holover Inlet und heute sprechen wir darüber, wie viel hier Charterboote kosten und ich gebe dir Top 3 Ziele, die man mit dem Boot in Miami besuchen sollte. Los geht's! Miami ist eines der beliebtesten Touristenziele Amerikas und ein Favorit für Bootsfahrer aus aller Welt. Die Stadt ist berühmt für ihr sonniges Wetter, tolle Strände und ihr pulsierendes Nachtleben. Miami ist im Westen vom Golf von Mexiko, im Süden vom Karibischen Meer und im Osten vom Nordatlantik umgeben und bietet eine perfekte Kulisse, um in einer endlosen Schleife von Wasserstraßen, Stränden und tropischen Inseln Boot zu fahren. Okay, wie viel kostet eine Bootsfahrt in Miami? Das kann ganz unterschiedlich sein. Eine Fahrt mit einer Motorjacht in Miami, so wie hinter mir, kostet zwischen 2.800 und 10.000 US-Dollar für einen ganzen Tag auf dem Wasser mit Kapitän und Crew. Das bezieht sich auf eine Motorjacht, welche ca. 12 Personen aufnehmen kann. Wenn man ein kleines Boot mieten will, für einen Tagesausflug mit 4 bis 6 Personen, dann beginnen die Preise bei etwa 110 Dollar pro Tag und können bis zu 5.500 pro Tag hochgehen. Ein Segelbootverleih in Miami kostet zwischen etwa 200 Dollar pro Tag bis 1.500 pro Tag. Katamarane sind bei großen Gruppen beliebt und kosten im Durchschnitt um die 1.700 Dollar pro Tag. Und jetzt gebe ich dir Top 3 Ziele für Bootfahren. Nummer 1, das Architekturviertel von Miami Beach. Lege in der luxuriösen Marina von Miami Beach an und erkunde den berühmten South Beach, voll von allem, wofür Miami berühmt geworden ist. Musik, extravagante Partys und jede Menge sonnengebräunte Nachtschwärmer. Das ist aber nur für Leute, die Action und Party suchen. Ziel Nummer 2, Nixon Sandbank. Eine der malerischsten Sandbänke in Miami ist die Nixon Beach Sandbank. Sie ist bei Ebbe besonders schön. Diese renommierte Sandbank in Key Biscayne ist perfekt, um mit dem Boot anzulegen und das kristallklare Wasser rund um den Strand zu genießen. Die Sandbank zieht Einheimische und Besucher gleichermaßen an und ist eine großartige Möglichkeit, Leute zu treffen. Die Kinder können herumtoben, man kann das tolle Wetter in Miami genießen und andere Bootfahrer kennenlernen. Die Holover Sandbar ist eine weitere beliebte Sandbank und ein Ort zum Bootfahren in Miami. Es wird oft als eine der besten Sandbänke in Miami aufgeführt. I'm
Shine through the fire. I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red light. I could run through the fire. I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red light. Ziel Nummer 3, Little Havana, die wir heute besuchen werden. Little Havana ist das pulsierende kubanische Herz von Miami. Hier befinden sich lateinamerikanische Kunstgalerien und stylische Restaurants. Cafés mit Straßenverkauf servieren zigarrenrauchenden Gästen kubanischen Kaffee. Eine Liste mit weiteren Ausflugszielen auf dem Boot habe ich unten verlinkt. So viel aus Miami. So langsam wird es heiß, da der Sommer langsam anrückt. Und falls du noch keinen Bootsführerschein hast, dann besuche unsere Webseite segelnag.com und mache schnell deinen Bootsführerschein per Online-Kurs, um schon in wenigen Wochen dein eigenes Abenteuer auf dem Wasser zu starten. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like und Abo nicht vergessen, wie immer. Und bis nächste Woche. Ciao.